Ja, Freunde, danke fürs Einschalten. Heute zum Unboxing-Video des neuen Xiaomi Mi 8 SE. Ja, wir haben ja vor kurzem auch das Mi 8 schon hier zum Hands-on und Unboxing am Start gehabt. Und heute also hier die Budget-Version des neuen Xiaomi 8. Wir sehen hier schon auf der Rückseite ein paar Eckdaten angegeben, also Dual SIM natürlich. Wir haben hier den Snapdragon 710 verbaut, wie unter anderem auch im neuen Vivo Nex verfügbar. Ja, dann auch eine Dualkamera mit 1,4 Mikrometer Pixelgröße und eine 20 Megapixel Frontkamera mit AI-Funktionen. Was ist hier in der Box dabei? Des 5,88 Zoll großen Smartphones. Wir haben hier einmal zum Vorschein, kommt hier auch schon der USB Typ C auf 3,5 mm Klinkenbuchsenadapter. Also lässt auch hier wieder darauf schließen, dass keine Klinkenbuchse mehr für den Kopfhörer dabei ist. Dann hier natürlich eine SIM-Nadel, um den Dual-SIM-Slot herausholen zu können. Und auch wieder ganz schön eine transparente Silikonhülle. Ja, das Mi 8 SE gibt es in den Farben Schwarz, Blau, Gold und Rot. Hier ein paar Hinweise in Mandarin zur Garantie. Auch hier seht ihr dann Dual SIM, also es passen zwei Nano SIM Karten rein. Das Mi 8 SE ist mit 4 plus 64 und 6 plus 64 GB verfügbar. Und wir haben hier auch auf der Rückseite noch den SAR-Wert mit angegeben, also mit kleiner gleich 2 Watt pro Kilogramm. Natürlich darf hier dann auch nicht die Kontrollliste fehlen. Ja, das Gerät ist also nicht original verpackt und eingeschweißt, da wir jedes Gerät hier vor dem Versand an euch testen. Dann kommt hier auch das Smartphone zum Vorschein, also mit Metallrahmen, Infrarotschnittstelle, Fingerabdrucksensor, Dualkamera und Glasrückseite. Das Ganze hier zu sehen in Gold. Ja, wie immer widmen wir uns dem Smartphone selbst immer ein bisschen genauer im Hands-on. Deswegen dranbleiben, abonnieren hier für unseren YouTube-Kanal. Quick Charge 3.0 mit 18 Watt wird auch unterstützt. 5 Volt, 3 Ampere, 9 Volt, 2 Ampere, 12 Volt, 1,5 Ampere. Ja, und für alle, die gerade neu einschalten bei uns am Kanal, also je nach Empfängerland in Europa oder weltweit, legen wir natürlich die passenden Adapter hier bei, damit ihr das Gerät auch ohne Probleme bei euch zu Hause laden könnt. Wir haben hier außerdem ein USB-Daten- und Ladekabel Typ C mit dabei. Also auch eine schöne Sache. LED-Benachrichtigungslicht ist hier auch vorhanden. Und das sollte es also erstmal hier mit dem Lieferumfang zum Unboxing des Xiaomi 8 SE von uns vom CECT-Shop gewesen sein. Ihr habt weitere Fragen zu diesem neuen Xiaomi Smartphone oder anderen Xiaomi Handys, kein Problem, hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Wie immer freuen wir uns, von euch zu hören. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer CECT-Shop.